Ja, moin Leute und willkommen zum zweiten Part von Let's Play The Line um sie 2. Der Andi ist auch wieder dabei. Nö. Der nicht? Okay, dann haben wir aber immerhin noch den Busfanat, der hat jetzt den Line City weggebracht. Ist jetzt auch wieder da. Mhm. Hallo. Moin. Ja, wir fahren die Rückroute. Und ich habe jetzt hier gerade den Bus vom Kollegen übernommen. Deswegen mache ich den mal gerade hier ein bisschen, ne, so. Gucken. Ja, passt. Kommst du schon mal rein? So. Ja, müssen wir im Prinzip nur noch auf Abfahrtszeit warten, ne? 3,5 Minuten sind allerdings ein bisschen lang. Das sieht doch schon besser aus. Ja. So. Und hast du den Bus noch zum Betriebshof gekriegt oder war der, konnte er nicht mehr fahren? Ja, na, wenn man vernünftig fährt, dann schafft man es nur gerade und gerade in die Werkstatt. Julian? Ja, Andi? Ich bin ja mit dem zurückgefahren und bin dann mit dem Taxi wieder mit dem hergefahren. Wir hatten ja noch 3 Rollen reingefahren, gibt's nur jetzt wieder nicht zu. Jetzt hast du aber eiskalt verraten. Sowas macht man aber nicht, Andi. Das mit den 3 Bollen stimmt zwar, aber die fallen nicht mehr auf. Gekontert. So, es glockt die Glocke. Hä? Der die Glocke läutet. Du kriegst auch gleich ein paar auf die Glocke. Nee, ich muss fahren. Ja, ja. Jetzt tu mal jetzt so, als könnte... Könntest du das? Was machst du da in der Kurve? Lenken? Ich klink komisch, ja, aber... ja. Ich, ja. Ach, jetzt mach mich dich immer so schlecht. Weißt du, deswegen habe ich vorhin überlegt, ob ich nett zu dir bin oder nicht. Weil ich genau weiß, ich bin's und du bist dann wieder das Arsch. Ich mach dich nicht schlecht, du bist schlecht. Das ist das Problem. Ja, ja. Bin ich immer schlecht? Passt. Ihr seid so still, was ist denn los? Müde? Bisschen. Ach, ein bisschen. Dann trink Kaffee oder Cola oder bist du auch nicht so der Kaffeetrinker? Ja, weniger. Ja, weniger. Ja. Woran liegt's? Schmeckt nicht? Kein Bock? Kaffee, gerade so zu die. Getränke, was zwar gut riechen, aber schlecht schmecken. Ja, du musst ihn dir nur. Also, Kaffee ist schwieriges Getränk, weil du musst halt gucken. A, musst du die richtige Kaffeesorte für dich finden. Und B, musst du richtige Mischverhältnis aus Milch und Zucker finden. Beziehungsweise, wenn du dann halt schwarz trinkst, dann trinkst du einen schwarz, aber. Normal schmeckt er mir zum Beispiel besser mit Milch und Zucker. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Es gibt noch eine Option. Ja? Die da wäre? Sahne? Du kommst mal zu Andi zum Kaffee trinken. Oh, das schmeckt lecker. Ich kann das. Hm? Du kannst Kaffee machen? Ich habe das schon öfters gesagt gekriegt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber anscheinend ist das so. Ja. Na denn? Warum ist bei dir eigentlich so dunkel? Weil wir 19 Uhr haben. Hä? Bei mir war noch glockenhell. Ja, aber Zeit vergeht, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht, da jetzt kommt muss ich was. Schnell rum. Jetzt muss ich schnell rum. Ja, ich habe ein bisschen zu spät gebremst. Das war mein Fehler. Ich habe schon wieder dieses dringende Gefühl, hier raus zu müssen. Ach, jetzt stell ihn nicht so an, Mensch. Guck mal, der Krankenwagen kam vorsichtshalber schon angefahren, hat sich dann aber überlegt, hat diese Ringe rausgelassen. Ne? Ja, oder Josh würde sagen, oh guck mal, ein Tatütata ist Tatütata, das gar nicht. Du bist zu Josh abhängig geworden. Nein. Wobei, sind wir das nicht alle? Sind wir nicht alle ein bisschen Josh? Osh. Hey Andi, das heißt Josh. Osh. Frosch. Wir haben beschlossen, dass das Osh heißt. Ja, du. Also, ja, ich sag doch wir. Ich und ich.
Ich und ich. Hast du mitgekriegt, Busfahrer hat? Er ist Adel Tawil. Der Sänger von Ich und Ich. Ich und Ich Was, ist ich Band. Bin Alpha Will? Nee, Alpha Will bin Adel ich Adel Tawil heißt der Kollege. Ja, Alpha Will bin ich nicht. Ja, ja. Das hat jetzt auch nichts mit Josh zu tun. Jetzt halt Josh da mal raus. Ach nee, Entschuldigung, Osch. Aha. Jetzt halt bist du selber wieder rein. Ja, das mit dem Osch habe ich da jetzt gerade erst wieder auf irgendeinem Videotitel gelesen, aber was da jetzt der genaue Hintergrund ist, keine Ahnung. Den genauen Hintergrund können wir dir erläutern. Bitte. Sprachsalat. Einfach Sprachsalat. Ah, okay. Passt. Der wieder mal nach, von wem stammt er wieder mal, Julian? Na? Ja, von wem stammt er denn? Ja, von mir. Echt? Ja. Ich hätte spontan gedacht, das hätte auch von mir sein können. Mm-mm. Hallo. Ich glaube, ich habe das rausgehauen mit dem Osch. Ja, selbst wenn. Let's Player, sobald ich du sagst, ich glaube, bin Let's ich Player. Ich habe irgend sowas gesagt wie liebe Grüße an Osch. Und dann ist mir aufgefallen, irgendein Buchstabe fehlt. Ja, aber ich sag mal so, Sprachsalatkrankheit hat jeder. Ja, so kriegt man wenigstens seinen Namen weg, ne? Hm? Ja, so kriegt man wenigstens seinen Namen weg. Osch, Yatak, ja. Oh. Ja, super. Yatak ist voll gut. Aber gut. Kann ich oder, eh nichts gegen tun, also. Oder der jetzt, pass auf, jetzt kommt's. Oder der US-Fanat. Boah. Ja. Oh Gott. Wenn dann der fanatische Busgeist. Ja. Ja, das ist schon wieder out. Ach. Ist dann unser Busfahrer mal ja. Oh. Danke, Busfanat, finde ich gut. Na, Busfahrer, wie geht's? Ich reagiere da jetzt nicht drauf. Du magst den Namen nicht, ne? Wissen wir. Du, wärt ihr zwei, einer von euch so freundlich und würdet hinten die Rampe ausklappen jetzt an der Haltestelle? Nö, du hast mich geärgert. Ja, ja. Ja gut, aber da konnte der Fahrgast nichts dafür. Wieso die Rampe? Weil die sich... Weil der Kinderwagenwunsch ist. Ach so? Mhm. Komm, rausschubsen, das geht auch. Vielleicht aber auch rein? Nee, kann gar nicht. Während der Fahrt wird kein Wunsch nach draußen angefordert. So, weißt du, der weiß, oh, gleich muss ich mit dem Bus fahren. Da hinten in Kilometer Entfernung ist das schon. Ich drück schon mal den Knopf. Ich bin ja extrem beruhigt, dass du das gerade noch selber gemerkt hast. Ich brauchte gar nichts mehr sagen. Gut, ne? Finde ich gut, ja. Das ist nicht alltäglich bei dir. Wobei, wenn ich ehrlich bin, so unwahrscheinlich ist das heutzutage gar nicht mehr. Das könnte passieren. Steht einer mit einer Fernbedienung, der Bus kommt. Nee, mit dem Handy vielleicht, dass man sagt, ich fahre mit der und der Linie, dass man den Wunsch schon mal anfordert, dass der Fahrer Bescheid weiß. Ja, es, in anderer Form gibt es das ja schon. Und zwar bei, nicht bei Busse, sondern bei der Bahn. Da meldest du es an, ne? Ich weiß es jetzt zum Beispiel von der Zillertalbahn. Das ist eine Schmalspurbahn und da weiß ich, dass bei gewissen niedrig frequentierten Haltestellen an der Haltestelle ein Haltewunschknopf ist und das, sie werden auch an dem Fahrer übermittelt, dass er an der Haltestelle stehen bleiben muss. Was für ein Ding? Ein Haltewunschknopf. Nein, wo ist das? Bei einer Bahn. Im Zillertal. Und wie heißt die? Zillertalbahn. Die Zillertalbahn. Das ist eine Schmalspurbahn. Ja, genau. Den kenne ich. Das ist ein guter Kumpel von mir. Was? Zillertalbahn, das ist jetzt nicht so. Das heißt halt Zillertal. Ihr habt in Hessen das, ja muss, bestimmt muss auch ich irgendwelche. Das jetzt, muss ich das kennen? Ist das irgendwie bekannter? Ihr habt doch Ostern Express. Zillertal sagt mir was, aber Zillertalbahn kenne ich jetzt nicht. Das ist so eine Dingsbumsbahn, ne? Ist das deine Nähe? Ja, Gott. Andi reicht. Dadurch, dass ich tirolweit im Außendienst bin, bin ich da öfters einmal. Aber das war knapp. Ich stehe, ich mache es. Ein Schwein, der Typ. Das ist unglaublich. Er muss einfach nur weiter links fahren, dann habe ich schon Pech gehabt. Busfanat erzählt am besten einfach weiter. Ich hoffe einfach, dass ein LKW von hinten kommt und
Erzähl einfach weiter. Und da war ich eben, und da ist schon bei Bauch heute stehen gesehen, dass da eben steht, bitte Anforderung drücken, damit der Zug haltet. Wobei Zillertal, ja, das kommt drauf an, das ist eigentlich nicht ganz unbekannt, vor allem wegen dem Skitourismus. Achso. Ja, Skifahren kann ich ja jetzt nicht so. Ich kann mehr Skifallen, aber... Ja. Skifahren? Also jetzt mal ohne... Skifahren. Ich meine jetzt mal ernsthaft gestellte Frage. Ja, was Ski denn? Oder Snowboard? Oder gar nicht? Mittlerweile Snowboard? Gar nichts mehr, früher Skifahren. Snowboard? Hm? Bei mir ist es früher Ski, mittlerweile Snowboard. Julian auf dem Snowboard. Nicht so abwegig, war das erst im Dezember noch. Das Fass? Entschuldigung. Ich stelle mir das nur gerade vor. Ist jetzt nicht so abwegig oder so komisch. Wo ist Fanat? Hm? Das Mädchen auf dem Snowboard. Ich verstehe nicht mal, was du sagst. Irgendwas auf dem Snowboard. Das Männchen. Ja. Auf dem Snowboard. Das heißt, das Männchen. Ja, Julian auf dem Snowboard. Ja. Stell ich mir lustig vor. Ja. Das denn halt. Ne? Du weißt gar nicht, wie ich auf dem Snowboard mich verhalte. Nee, aber Snowboard finde ich auch cool. Also Snowboard finde ich cool. Also so, sich so da so mit dem Bauch drauflegen und eine Bergrunde, das hat was. Nur, dass man sich beim Snowboard nicht mit dem Bauch drauflegt. Sondern in den meisten Fällen mit den Füßen fährt. Das hat mir damals keiner gesagt. Ja, siehst du, dann hast du Snowboardfahren komplett falsch beigebracht gekriegt. Das ist ja doof. Also gestanden habe ich immer nur auf dem Schlitten bisher. Ja, dann machst du es genau falsch rum. Das hat mir auch keiner gesagt. Also auf dem Schlitten würde ja eher auf dem, entweder sitzen oder auf dem Rücken liegen und nicht auf dem Bauch liegen. Weil sonst, wenn du da gegen einen Baum fährst, dann ist das ein bisschen schmerzhaft. Ja, aber wenn du da auf dem Rücken liegst... Stell dir mal vor, ey. Du legst dich mit dem Bauch drauf. Ja, aber genau, Busfanat, wenn du dich mit dem Rücken drauf liegst, als Mann, und dann gegen einen Baum fährst, der jetzt nicht allzu groß ist, dann tut das doch auch weh. Ja, das stimmt, aber Hallo. Du hast vorher die Möglichkeit, mit den Beinen zu bremsen. Ja, oder sie dir zu brechen. Dann darfst du nicht so schnell fahren. Ja, aber das kann man oft nicht verhindern. Wenn der Berg unglaublich steil wird. Ja, aber auf dem Schlitten liegen... Ja, doch, ist ganz witzig. Wie denn? Auf dem Rücken. Ja, aber das siehst du doch gar nicht, wo du hinfährst. Ja doch, du musst einfach den Kopf was höher machen. Ja, aber guck mal, wenn ich mich jetzt mit dem Rücken auf den Schlitten lege, will ich es ja auch gemütlich haben, will ich ja nicht so ganz nett so den Kopf nach vorne beugen, um zu gucken, ja? Also, wann kommt dann da setzt etwas? Dann setzt du dich hin. Auf den Schlitten und das gemütlich ja wieder, passt auch eh nicht zusammen. Da habe ich ja keine Rückenlehne. Das ist ja auch wieder doof, ja? Nur wenn ich auf dem Rücken lieg und ich fahre wirklich einen Berg runter, ja? Und da kommt ein Baum. Na? Gibt aber Schlitten mit Rückenlehne. Jetzt pass mal auf, und ich liege jetzt wirklich mit dem Rücken so richtig schön auf dem Schlitten, als wollte ich jetzt schlafen. Na? Ja. Und der Baum kommt so langsam auf mich zu und ich sehe den ja nicht. Ja. Da ist aber die Gefahr groß, dass ich mir was kaputt mache. Ja, dann hast du die Möglichkeit verwirkt, Nachwuchs zu zeigen. Deswegen stehe ich immer auf dem Schlitten, ja. Da kann ich noch runterspringen, so richtig Cobra 11-like, wenn dann ein Baum kommt, ja, erst warte ich. Baum, gehst du weg oder nicht? Ja, meistens geht er nicht weg und dann kann ich runterspringen. Gut, das führt meistens zu einer Nachlawine, aber das ist ja wieder eine andere Sache. Das Geile ist, wir reden gerade hier von, dann bist du nicht mehr in der Lage, Kinder zu zeugen, und Josh sagt, durch Gesundheitsstraße. Hä? Ja, weil wenn du mit der Stelle gegen den Baum fährst, dann bist du ja nicht mehr komplett Gesundheit in dem Moment. Ja, was hat Josh jetzt damit zu tun? Ja, der sagt die Ansage nun mal. Ach, die Haltestelle heißt so. Ja. Ach, weiß ich doch nicht. Deswegen sage ich es ja gerade. Übrigens,
Bitte. So, du hast so gesagt. Ja, nein. Und nicht anders. Ich habe einen Satz vergessen. Übrigens? Wir haben nochmal einen Kommentar bekommen, weil es war ja unter dieser ETS-Folge da, wo Josh dann im Seitenstreifen stand, ich dann da gebremst habe und uns dieser eine da hinten drauf geballert ist, der uns dann reporten wollte und dann nun nicht mehr aufgehört hat und nur noch reporten wollte. Ich habe ja da die ganze Zeit gesagt, nee, ich habe zu stark gebremst und so. Tatsächlich hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, das war nicht zu stark gebremst. Der hätte Sicherheitsabstand halten müssen. Danke. Danke, Omsi. Ich wusste gar nicht, dass wir da mit den Folgen schon sind. Doch, sind wir. Tatsächlich sind wir da schon. Und dann habe ich mir die Stelle nochmal angeguckt. Das stimmt schon. Ich habe gebremst und habe dann aber nochmal ein Stückchen locker gelassen, um halt nicht komplett in die Eisen zu gehen. Also der hätte das sehen müssen. Rein theoretisch. Du ich weiß, gebremst. Man kann gut reden. Ja, ich habe gebremst. Man kann groß eine reden. Bremse? Was? Bist du eine Bremse? Die Viecher sind furchtbar. Ja, aber deswegen frage ich der LKW auch, hat bist? Eine Bremse. Ach so. Aber die stechen ja eigentlich, die Bremsen. Ja, wie gesagt, die Dinge sind bist furchtbar. Ist ja ein Stecher. Voll der Stecher. Wo wir wieder mal. Nee. So, Andi. Wieder beim Thema werden, ja, hier. Genau, ja. Wo wir wieder beim Thema werden. Du wolltest mir ja noch erklären, oder du wolltest uns ja noch erklären. Ja, was denn? Wenn Omsi geladen hat, danke. Du wolltest uns ja noch erklären, warum weiße Schrift auf rotem Hintergrund? Ja, nee, kann ich jetzt gerade nicht. Weil? Ich hatte mich eben gemutet. Ja? Ja, ich hatte mich gemutet. Weiter? Ja, ha, ha, ha. Ja, weil ich hab genießt. Ja? Ja, und ich bräuchte jetzt dringend ein Taschentuch, hab aber keins. Ey, 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 ey. Oh Gott. Wieso passiert mir das nie? Dabei blink ich links. Ja, das passt schon. Ah, ich muss ja eh geradeaus. Das ist unglaublich. Ja, weil weiß lässt sich ja auf rot jetzt erstmal oder auf blau sehr gut lesen. Ja, wenn ich da jetzt schwarz nehme, das ist ja dann schlecht. Ja. Oder wenn ich jetzt schwarzen Hintergrund nehmen würde und schwarze Schrift, da würde ja keiner lesen können, hier geht's zu Julians Part, ne? Ja, ist richtig. Also das wäre ja von vornherein schlecht. Ja. Wenn ich jetzt natürlich einen weißen Hintergrund nehme und eine schwarze Schrift, dann wäre das auch okay, ne? Oder so. Das weiß ich, gelb würde vielleicht auch noch gehen oder so pink oder so. Aber wobei, ja doch, pink würde auch noch mit schwarz funktionieren. Aber alles andere ist ja eher weiß. Wobei es mir tatsächlich bei der Frage nach dem Hintergrund eher darum ging, warum roter Hintergrund und nicht zum Beispiel grüner? Ja, das kann ich dir auch erklären. Ich muss, warte mal gerade, ich muss mich gerade nochmal muten, ich muss gerade mal niesen. Was, ein Schwitzer, der Kerl. Hat nicht mal die Eier in der Hose, mir zu erklären, warum er roten Hintergrund nimmt. So, solange er nicht sagt, dass du ein rotes Tuchfan bist, ist ja alles in Ordnung. Ich habe jetzt wirklich niesen müssen. Ich habe kein Taschentuch hier. Das ist gerade mein Problem. Ach, oh, Alter. Warum machst du sowas immer in meinen Videos? Du Schwein. Ja, weil ich es mir bei mir verkneif. Ach so, bei dem Julian kannst du essen und rülpsen und furzen und rotzen und... Ach, jetzt fällt mir es ein, ich hätte ja noch Studentenfutter gehabt. Verdammt nochmal. Egal. Ja, rot aus dem einfachen Grunde, weil du es bist. Ja, aber ich bin ja grün. Nee, du bist nicht grün. Mein Kanaldesign ist grün. Naja, aber rot ist ja eigentlich ein bisschen so auch eine schöne Farbe, ja? Und so ein bisschen Mädchen auch, ja? Oh, hast du für mich geschmeichelt? Was passt denn so schön zu dir? Ich habe ja erst überlegt, pink zu nehmen, aber... Schnüffelstück.
nee, das hätte nicht so ganz. Nee, das hätte nicht so ganz gepasst. So. Der Carsten zum Beispiel, der Carsten, wenn ich den Carsten verlinken würde, ja, also mal angenommen, du wärst jetzt nicht da. Ja. Und wir müssten Let's Play the Line ersatzweise mit dem Carsten drehen. Da würde der Carsten zum Beispiel von mir so einen schönen Blauton bekommen. Weil Carsten immer blau ist. Der Carsten trinkt ja gerne Wein und so. Du bist so ein Assi, ey. Das sind meine Haltestelle hier. Du hast mich gefragt. Das du wolltest es von mir wissen. Okay, dann will ich nicht wissen, welche Farbe ich kriegen würde. Mal angenommen, du würdest die Verdrehung machen, du hättest einen weißen Hintergrund und schwarze Schrift. Erklärung? Ja, das ist doch dieser fanatische Busgeist. Warte mal, so. Das habt ihr ja vorhin selber gesagt, also müsste ich dann weißen Hintergrund und schwarze Schrift nehmen, weil Geister sind ja weiß. Stimmt. Siehst du? Das hat irgendwo Logik, ja. Was machst denn du da? Ich bin tatsächlich falsch gefahren. Warum? Ich gerade ausgefahren. Du musst auch schon um die Kurve fahren, Julian, das ist dir klar, ne? Ich bin gerade ausgefahren und hätte rechts fahren müssen. Ja, das ist ja kein Wunder, dass du falsch gefahren bist, wenn du nicht um die Kurve fährst. Ja, ist richtig. Ich überlege nur gerade, was würde ich denn für einen Josch nehmen? Für einen Osch nehmen? Was passt denn zum Osch? Josch nimmt ganz gerne blau tatsächlich. Nimm doch für Josch grün oder gelb. Nee, das muss. Also, für den Osch müsste ich eigentlich Regenbogenfarben nehmen. Das stimmt ja nicht. Was denn? Ich weiß es nicht, ob. Julian! Warum lachst du da? Spielst du das eine Video an? Was? Ich dachte, was für ein Video soll ich jetzt anspielen? Auf das Video, wo Josh etwas genannt wurde. Nein. Da hätte ich gesagt pink. Ja, aber normalerweise. Nein. Ich meine jetzt deswegen Regenbogen. Weil bei Ballad of Gay Tony war das auch so Regenbogenfarben. Nein. Mm-mm. Regenbogenfarben würde ich nie in die Richtung tendieren. Das mache ich eher mit pink. Echt? Ist auch jetzt nicht unser Thema hier. Ich finde, das ist jetzt kein schlimmes Thema. Ja, aber da sagst du ganz, da kann man auch ganz gerne mal was Falsches sagen. Du, ich sag da generell nichts Falsches in die Hinsicht, weil ich generell Menschen, die in diese Richtung tendieren, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe da auch Bekannte, die in die Richtung gehen. Ich habe auch nichts gegen solche Menschen. Das sind Menschen wie du und ich. Was soll der Quatsch? Ja, eben. Aber es gibt halt Menschen, die da so. Ja, wenn die Menschen meinen, sie müssten das drauf so reagieren, dann tun sie mir ehrlich gesagt leid. Okay. Ja. Aber zum Regenbogenthema. Regenbogenfarben deswegen, weil der Josch ja total auf Gummibärchen abfährt, ja. Und Gummibärchen haben ja verschiedene Farben. Du müsstest eigentlich braun nehmen, weil Josch auf Tuck abfährt. Ja, wenn ich braun nehme, dann würde Josch ja auf Scheiße abfahren und dann. Ja, wer weiß. Weiß ja nicht, was der. Nein. Was hast du jetzt gesagt? Ja, also jetzt bist du gerade eklig. Ich werde niemals eklig. Das war der Busfahrer. Der hat nur seine Stimme verstellt. Schieb nicht alles auf den Busfahrer. Der hat jetzt gar nichts gemacht. Der sitzt da ganz brav vor seinem Monitor, hier hinten neben mir, ja. Hat sich so ein bisschen eingehäkelt und, ne? Eingehäkelt? Was häkelt er denn? Weiß ich nicht, der häkelt die ganze Zeit hier an mir rum. Ui, da. Licht ist wohl kaputt, wa? Oh, Licht ist wohl kaputt, wa? Ja, hier, dann kriegst du das Licht haben hier. Haben wir jetzt eigentlich irgendjemand vergessen? Wir haben den Osch, wir haben den Busfahrer, den Carsten. Den Chakoti hast du vergessen. Den Chakoti, was wäre denn der? Nimmst du so ein Türkis wegen seines neuen Kanaldesigns? Nein, da müsste ich mir noch was Besseres ausdenken. Schwarz wegen Star Trek Weltraum. Nee. Nee, also lass mich mal überlegen. Beim Chakoti, da müsste ja irgendwie. Pink. Das ist schwierig. Weil. Ich habe ja jetzt dem Busfanat schon eine Farbe gegeben, ja? Ja. Eigentlich müsste ich dem Chakoti, müsste ich weiß auf weiß geben. White Lady. Ja, aber das wäre ja blöd. Dann wird ja keiner lesen können, was ich geschrieben habe. Einfach nur ein weißes Feld, so, ne? Und am besten gesagt, hier, klickt auf das weiße Feld, da geht's zum Chakoten.
Das ist gut, das muss ich mir merken. Ja, wenn du das sagst und dann weiß auf weiß schreibst, dann passt das ja. Ja, eben. Fahre ich jetzt links? Nee. Nee, da brauche ich gar nichts reinschreiben, dann mache ich nur die Verlinkung rein. Ja, sieht eben. Ja eh keiner. Alter, verdammt, ist das ein Kurbel hier. Heieieiei. Aber ich finde, die Karte sieht verdammt geil aus, wenn ich das mal so sagen darf. Gefällt mir echt gut. Und die Gestaltung hier. Ja, ist interessant worden. Auch das hier gerade mit der Baustelle, mit dieser Umleitung? Nicht schlecht. Oh, ich muss nochmal niesen. Gesundheit. Entschuldigung, ich meine natürlich, stirb schneller. So, da bin ich wieder. Kannst du jetzt aussuchen, ob Gesundheit oder Schönheit? Ich weiß jetzt übrigens, warum Carsten immer so grunzt. Warum grunzt Carsten denn immer so? Carsten hat früher, wo er noch jünger war, ja, also... Ja. So nach dem Motto, ey Carsten, in your face. Der hat bestimmt, wo er noch jünger war, wo der damals in die Kinos kam, hat er bestimmt Miss Undercover geguckt. Und dem hat das so gefallen, wenn die gelacht hat, dass die so bei gegrunzt hat, deswegen hat er das auch getan. Das ist so meine Theorie. Wie kommst du denn jetzt auf die Theorie? Weiß ich nicht, ich habe da eben erstmal so ein bisschen drüber philosophiert, während ich genießt habe, ja? Ach so. Ja. Also Andi wird beim Niesen zum Philosophen. Ja. Kennst du das Lied von den Wise Guys, die Philosophen? Wow. Viel gesoffen? Ja, genau. Die Philosophen waren alle besoffen. Ach so. Ist der Inhalt des Liedes. Ja, und da gehörst du dazu, oder was? Nee, aber du, wenn du niest und philosophisch wirst. Busfeinert, warum hast du jetzt wow gesagt? Nix. Die Anspielung hat mich jetzt einfach überrascht. Weil? Weil er so philosophisch ist. Ich hab mit dem einfach nicht gerechnet. Mit so einer Meldung. Ich hätte mit sowas mehr rechnen müssen, aber das... Wieso wird bei dir eigentlich immer grün, bei mir immer rot? Tja, Anforderungskontakt. Nee, keine Ahnung. Boah, weiß ich nicht. Und warum fährst du eigentlich in Dia schon und ich immer nicht? Wie du immer nicht? Kann ja nicht sein, dass ich in Dia schon fahre. Deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, wir haben Pixelsuppe, weil... Kann ja nicht sein. Nee. Komm. Oh, erste Tür geht nicht zu. Komm, ich bin noch da. Nee, die erste Tür geht nicht zu. Warum soll ich jetzt kommen? Ich bin doch trotzdem da. Aha, danke schön. Die hat manchmal so den Fehler. Ist das ein Morphimod oder ist das Verwärmer? Ich weiß nicht, ob das nicht sogar ein Fehler ist, weil manchmal geht die zu, aber er gibt die nicht frei. Das kann natürlich von Morphi sein. Krumme Straße. Ja, stimmt, die ist echt ein bisschen krumm, die Straße. Immer eine blöde Frage an euch beide. Es gibt keine blöden Fragen, es gibt nur blöde Antworten. Nervt's euch nicht ein bisschen, wenn ich die ganze Zeit hier den Bus niele bei den Haltestellen? Das sieht man gar nicht, weil lauter Pixel. Cool. Andi, was ist es? Hau raus. Du hast gesagt, Julian. Wie so eine krumme Straße. Ja, so heißt die hier. Krumme Straße. Das ist aber besser, als wenn es eine krumme Narbe wäre, oder? Es ist spät. Es ist spät, ja. Aber es macht Spaß. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt kann ich ja mal die Zeit ausnutzen, um schamlose Eigenwerbung zu machen. Diesen Donnerstag um 20 Uhr Livestream auf meinem Kanal. Wollte ich kurz sagen. Aha, könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt. Und wir schauen, dass ihr Zeit findet. Ja, wird ja auch hochgeladen zu YouTube. Wenn nicht passt, dann passt es. Donnerstag auf Nachtschau, normalerweise nicht passt das.
Aber ich glaube, dort darf ich dir die Priorität geben. Andi, warum hast du gegrunzt? Warum? Nur so. Ach, einfach nur so. Ich darf doch voll streamen, wenn ich will. Ich darfst du ja. Ja. Wann? Donnerstag, 20 Uhr. Okay. Okay. Boah, guck mal. Ein Compiler würde jetzt sagen Ampel Overload. Na, wie schon. Ja, es sind viele Spuren, aber es sind viele Ampeln jetzt auch. Ja. 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 Ich meine, ja. Man kann ja auch Funktionen überladen. Wo wir wieder bei Programmiersprachen werden. Wir haben heute extrem viele Themenwiederaufgreifungen. Ja. So. Andi? Andi? Ja. Hat's gerade nicht gehört. Hast du wirklich schon beim ersten Mal geantwortet oder hast du gerade nicht gehört? Okay. Ich hab gesagt, ja. Dann war's wieder Skype. Hier, guck mal. Das müssten wir eigentlich bei der Linie 811 haben, die Werbung. Ja. Eigentlich warum ja, hast du die jetzt? Warum du die jetzt hast? Weil ich den Bus gespawnt hatte, schon so weit fertig hatte und den Fahrplan angenommen habe und dann erst gemerkt habe, oh. Ich hab der gleich gesagt, fahr Solaris Polen. Aber du wolltest ja nicht. Nee, weil ich letzte Woche schon Solaris gefahren bin und wenn, dann fahren wir beide Solaris, haben wir gesagt. Nö. Nix, nö. Hier fahr ich nicht Solaris, nö. Doch, doch, nö. Nö, doch, doch, nö. Entscheid dich mal für irgendwas. Ich komm da mit dem Taxi, ne? Da kannst du das Taxi bezahlen. Ich bezahle dir das Taxi nicht, Kollege. Du fährst die immer kaputt, nö. Ich fahr die nicht kaputt. Doch. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nee. Nein. Nee. Doch. Nein. Nee. Doch. Nee. Oder wie Chico? Was denn? Ich will jetzt nicht drüber philosophieren, wer welche Busse mehr schrottet. Da verlieren wir. Ja. Ich baue genauso Unfälle. Also, Hashtag Ampel. Die drei Crashes vorhin, die haben mir gereicht bei dir. Also, ne, du hast meine Green Lady vorne komplett kaputt gefahren. Sei bloß still. Ist das Logo abgefallen? Ja. Musst du da ankleben. Das hat er gegen eine Halle gesetzt, ja. Das hat er förmlich abgekratzt. Tja, vielleicht wollte er es nicht mehr da haben. Dann hat er sich noch so, wo wir ausgestiegen sind, ja, hat er sich noch so provisorisch davor aufgebaut, so, ach, guck mal, wie toll ich gefahren bin, ja. Schön vor das Logo stellen, dass es keiner sieht. Ne? Ich habe das aber mitgekriegt. Meine Güte, ey. Wenn es ein Schulfach gäbe, Scheiße labern, ey, dann hätten wir so gute Noten da drin. Das Beste war ja noch, ne? Ich hab das ja mitbekommen und hab da noch gesagt, ja, hier. Guck mal, geh mal da rüber. Hast du schon gesehen, was da drüben steht? Nein, ich bleib jetzt hier so stehen, ja. Das war die Antwort, ja. Ich geh hier nicht weg, nie. Ich lass mir aber auch nichts anmerken. Weil ich, Andi, ich hab auf den Sicherheitsabstand geachtet. Alter, wie er ihn gerade spricht, ey. Andi, meine Frage eine andere. Ja? Wie wirkt jetzt für dich dieser Bus? Der wirkt Standard bei dir, weil du immer Benz fährst. Was nein, noch? Gequetscht. Höhe-Breite-Verhältnis. Höhe-Breite-Verhältnis, ja. Liegt am anderen Monitor. Zusammengepresst. Ja, okay, dann liegt's am Monitor. Das verstehe ich aber nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß auch nicht, was ich hier einstellen soll. Gar nichts, das ist normal. Ja, doch nicht so extrem. Wenn ich zum Beispiel ein Window offen habe. Ja. Ich will oben auf das X klicken. Wirkt das X nicht wie ein X, sondern wie so ein zusammengepresstes X. Dann guck mal, was du mit deinen Grafikeinstellungen gemacht hast. Ja, 1920x1080p. Und in der Grafikkarte? Wie in der Grafikkarte? Vielleicht musstest du es umskalieren für deinen Bildschirm. Wieso muss ich da was umskalieren? Das ist ein 1080p Bildschirm. Für deinen alten. Nein! Die Bildpunkte stehen auf 1920x1080. Ach, egal. Verschnitt.
Hm? Verschnitt, habe ich gesagt. Er ist ja auch voll ausgefüllt. Ich habe ja oben keinen Rand und unten keinen Rand. Ist ja richtig. Ja, ist halt richtig. Das ist dann schon richtig, Andi. Ich weiß, es wirkt jetzt komisch für dich, weil du es so nicht kennst. Ja, vor allen Dingen, ich hatte ja vorher einen 16-10er, bevor ich den 21-9er hatte. Vielleicht macht das 16-10 ja auch noch mal ein bisschen was aus. Deswegen habe ich Nein gesagt. Skalier. Ja, gut, aber 16-10 ist auch so ein Krumm-Bildverhältnis, ne? Oder? 16-10 haben hauptsächlich Laptops. Ganz gerne mal, ne? Also ich hatte vorher einen HP-Monitor vor dem jetzigen Breitbild, den ich hatte. Der hatte wirklich 16-10er Bildschirm. Und das empfand ich immer als sehr angenehm. Und 16-9er hatte ich, glaube ich, noch nie. Ja, dann ist es dein erster 16-9er. Dann kann ich verstehen, dass das komisch für dich ist. Wenn du von 4:3 auf 16:10 über 21:9 auf 16:9 gehst. Also wenn ich jetzt hier mal ein Fenster aufmache und mal guck. Ja doch, wobei jetzt sieht's X wieder... Jetzt sieht's X normal aus. Tja, Umgewöhnungsphase. Nächste Woche wirst du sagen, hä, warum hatte ich Probleme? Es ist aber wirklich verdammt schwer, wenn man so einen Monitor hatte, davon loszukommen, weil es echt eine schöne Sache ist, nur, ne? Ja, allerdings ist es jetzt ein enormer Vorteil für ETS zum Beispiel. Ja, du hast mehr im Blickfeld wieder. Ja. Entweder das oder du musst wirklich einen Kilometer weit weg sitzen, um alles im Blickfeld zu haben. Das ist auch wieder ein bisschen umständlich. Ich wollte noch eine Rampe. So. Was ist das, Andi? Hä? Du machst so. Nein. Wieso denn ich? Ja, wer denn sonst? Guck mal da rechts raus, da läuft Manni. Siehst du den? Ja. Der ist eben ausgestiegen und hat 5-mal auf den Boden gespuckt. Ich kann dir doch nicht sagen, was Manni da tut. Boah, hör mal, das mit dem auf den Boden spucken finde ich total assi. Das erlebe ich in Dortmund so. Das erlebe ich in Dortmund leider häufiger, dass jemand da steht und auf den Boden rotzt. Das verstehe ich nicht. Warum macht man sowas? Warum stellt man sich in die Öffentlichkeit an eine Bushaltestelle, wo viele Menschen stehen? Macht sowas. Das ist aber nicht nur da so. Ja, aber ich habe es bis jetzt immer nur da so erlebt. Wo ist es denn noch so? René, vor Innsbruck genauso. Wie gesagt, finde ich halt. Ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber. So. Also ich war jetzt auf einem Konzert gewesen und da war ich in Stuttgart und da ist mir das auch auf einmal aufgefallen jetzt so. Ne? Ja. Finde ich komisch. Also nicht auf dem Konzert, aber so außerhalb in der Stadt gegenüber. Das auch. Was hältst du denn von Stuttgart? Ja, ich war da über Nacht auf einem Konzert. Was will ich da großartig erzählen? Da fahren S-Bahn, ja. Ja, also. Also das war für mich ein Erlebnis, deswegen, weil ich noch keine S-Bahn gekannt habe. Ich bin da S-Bahn das erste Mal gefahren. Echt? Ja. Wow. Stuttgart, das ist Baden-Württemberg, bei den Schwaben. Dafür hast du überhaupt verstanden. Genau, wie ist das eigentlich zwischen Hessen und Schwaben? Versteht ihr euch? Also mögt ihr euch? Und so? Hä? Ja, Hesse und Schwabe? Wie, was, hä? Was ist denn das für eine Frage? Ja, gibt es da auch so Feindseligkeiten wie mit Köln und Düsseldorf, oder? Also, ich kann nur von mir sprechen, ja? Ja. Ich habe generell keine Probleme mit irgendjemand. Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie... Gut, hier die Nachbarlandkreise, das sind halt irgendwie ein bisschen, ne, aber... Ja, so wie es halt üblich ist. Die fahren halt ein bisschen komisch Auto, bin aber sonst... Ne? Aber ist jetzt ein Touren, oder? Hä? Ja, ich darf das. Ich habe ja keinen Führerschein.
Nee, aber. Also nach dem Dessert die Frau gefahren. Nach Stuttgart. Ja, hat mit Öffis gefahren. Die muss immer fahren. Hallo. Ja. Kommt ja nicht drum rum. Wie gesagt, ich kann ja nicht fahren. Ja, seid ihr mit Öffis vielleicht gefahren? So, was meint der Busfahrer hat jetzt noch? Ach, du meinst jetzt mit Zug oder so? Ja. Nö. Im Auto. Im Auto war ein bisschen einfacher. Wir hatten direkt einen Hotelparkplatz und sind dann da. Ist ja ein bisschen gut. S-Bahn-Taxis gibt's ja und so. Das geht alles. Also S-Bahn bin ich jetzt wirklich eine Zeit lang tagtäglich gefahren. Immer. Also wobei, ich kenne S-Bahn anders. Jetzt zum Beispiel im Bereich Hamburg habe ich, glaube ich, S-Bahn kennengelernt. Das S-Bahn waren für mich immer Nahverkehrsmittel. Ja, genau. Hey, hallo S-Bahn. So, hey, allerdings. Du hast gerade gesagt, du hast eine S-Bahn. Was lügt bei dir falsch? Du hast zu mir eben gesagt, du hast eine S-Bahn kennengelernt. Ja, das hast du vorhin auch gesagt, oder? Ja, wie hieß die, Annette, oder? Nee, die hieß S1. Wäre von euch nochmal jemand so gut mit der Rampe? Wäre ganz cool. Ja. Nee, auf jeden Fall war es für mich immer so ein Kurzstreckennahverkehrsmittel. Also wirklich, das fährt innerhalb einer Stadt und gut ist das. Wo jetzt im Ruhrgebiet kenne ich die S-Bahn so. Da fährt so eine S-Bahn gerne mal von Solingen bis Dortmund. Das ist eine Strecke von locker 2 Stunden. Ja. Nächste Haltestelle. So kann ich es auch eher. Also in Tirol haben sie jetzt da seit ein paar Jahren so ein S-Bahn-Netz. Da fährt jetzt die. So, wenn ich es jetzt zusammenbringe, die S6 fährt von Hochfilzen bis Morkel. Die S1 fährt von Kufstein bis zum Brenner. Das sind auch an die 2 Stunden oder so. Nach an die 2 Stunden. An die? Aber bis zum Brenner, der sagt mir was, den Brenner. Da brauchst du so eine Vignette für, wenn ein Rolling brauchst du da. Wenn du darüber fährst, ne? Brauchst du ein Rolling? Nein, kannst du das drauf nicht. Boah, Andi, der war so flach. Brenner gerade eben nicht. Also die Brennerautobahn, die A13, da hast du eine separate Maut. Okay. Ja, also sowas irgendwie in der Art Maut bezahlen oder irgend sowas. Ja, genau, weil die Vignette hast du auf. Sonst überall auf den österreichischen Autobahnen. Allerdings EU-konform, weil auch die Inländer sie zahlen müssen. Stichwort Seehofer. Aber Andi, was hattest du jetzt gerade mit Tirol gefahren? Du hast irgendwas mit Tirol gefahren gesagt. Ich habe nur gesagt, da sind wir lang gefahren, wo wir in Tirol waren. Ja, Tirol über den Brenner, ne? Fährst du? Ja, Brenner, ja. Ja, über die Brenner Autobahn. So. Ja, doch, kennt man. Guck mal, so LED. Aber was mich jetzt ein bisschen irritiert, eine S-Bahn, die 2 Stunden fährt? Ja, genau, das hat mich ja auch so gewundert, aber das ist... S-Bahnen sind doch diese kleinen Tatra-Dinger, Dingbums da. Na, eben nicht. Nein, das sind Straßenbahnen, das ist ein Unterschied. Es ist für mich die Abkürzung, davon habe ich ja gesprochen. S-Bahn ist für mich eine Straßenbahn. Ja, nee. Es heißt ja auch S-Bahn-Haltestelle. Ja, nee, ja. S-Bahn ist Schnellbahn. Da musst du unterscheiden, dann S-Bahn... Dann müssen Sie kein S dahinstellen, dann müssen Sie es hinschreiben, Straßenbahn. Ja, wobei... Straßenbahn. Ich meine, ich habe auch schon mal irgendwo gehört, dass Straßenbahnen auch... Hatte Josch doch irgendwie erzählt. In Karlsruhe sind, glaube ich... die haben ein S-Bahn-Konzept. Da hast du eine Straßenbahn, die als S-Bahn fährt. Also, oder andersrum, eine S-Bahn, die als Straßenbahn fährt. Mit Straßenbahnwagen, aber offiziell ist es eine S-Bahn. So, Karlsruhe ist ja jetzt auch nicht allzu weit weg da von Stuttgart, deswegen. Das ist mir ehrlich gesagt doch relativ, ich sag mal so, jetzt, wenn ich mal Stuttgart und Köln, wo wir ja neulich waren, Vergleich, sage ich mal so, Köln finde ich jetzt atmosphärisch und umgebungsmäßig und so irgendwie schöner. Stuttgart ist auch sehr viel Baustelle. Also wir hatten ein Hotel. Das haben wir auch gemerkt, aber so generell in Köln hast du einen Rhein dabei und hast einen Kölner Dom dabei und hast da eine schöne Innenstadt und gut, vielleicht waren wir auf einer falschen Ecke von Stuttgart, aber generell nee, also dann lieber doch Köln. Die Stuttgarter Innenstadt ist okay.
Aber Köln bin ich zum Beispiel. Ja, Köln ist voll. Voll cool, ja. Guck mal, anderes Beispiel. In Köln sind wir mit dem Taxi gefahren, ne? Ja. Wir hatten zwei Taxifahrer, die waren beide total cool und lustig und haben sich unterhalten und keine Ahnung. Aber so richtig gausche Jungen. Und, nee, nicht immer unbedingt nur, aber die waren halt wirklich aufgeweckt und haben sich unterhalten und keine Ahnung. Und die jetzt in Stuttgart sind wir auch mit dem Taxi gefahren. Aber das kommt auf den Fahrer an. Bin schlecht gelaunt. Ja, vielleicht hat er einen schlechten Tag. Naja, aber du hast generell, finde ich, in Köln einfach so ein bisschen einen anderen Flair um dich rum. Die Kölner, die sind einfach von der Art her so ein bisschen offener auch. So. Also alle Kölner, die ich bisher kennengelernt habe, das waren auch wirklich so richtig lustige, lebensfrohe, sieht man ja auch hier, was weiß ich, mit ihrem Karneval und keine Ahnung, Leute, und wenn du in andere Städte manchmal kommst, denkst du dir so nach dem Motto, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die denken von dir, was willst du hier überhaupt, ja? Wobei, Karneval ist aber auch meins. Ja. Oh, Retarderstörung. Das hat mir schon gedacht. Dann nicht mehr so. Ja, Köln ist doch Karneval, oder heißt es da anders? Köln ist Karneval, ja klar. Ja. Nee, weil du der Karneval! Ja, aber Mainz ist auch Karneval. Ja, aber Köln ist ja wirklich auch sehr bekannt dafür. In Mainz weiß ich es nicht, in Mainz war ich noch nicht, aber in Köln ist es halt auch sehr bekannt, dass da viel gefeiert wird. Und Kölner sind auch wirklich dafür bekannt, dass die schon sehr offenherzig sind, was Kontakte angeht, sagen wir es mal so. Also die sprichst du dann auch wirklich an und die sind dann nett und freundlich und nicht so, ja. Wer bist du? Ja. Ich kenne dich nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, es kommt halt immer von Stadt zu Stadt, ist das anders. Ja, das ist zum Beispiel. Finde ich, im Norden ist das auch so ähnlich, Hamburg oder so. Sind die Leute auch so? Ja, Hamburg sind die Leute nett. Ja, aber das ist eben das genau der Punkt. Es kommt aber immer drauf an, was man als nett empfindet. Das ist aber immer der Unterschied. Zum Beispiel. Was denn? Es gibt ja auch ein distanziertes höflich Hausnummer. Ja, also ich sag mal so, Hamburger haben. So, Hamburger sind nett, aber sie sind nicht direkt so, die, wie sie dir um den Hals fallen würden. So, ah, das ist super, und sondern. Ja, gut, das macht ja, denke ich mal, keiner. Rheinländer werden oft so abgestempelt. Ich war eine Minute früher. Also 3 Minuten 18, glaube ich, waren es jetzt Verspätung. Plus ein leider Unfall, den ich hier am Heck hatte, aber wie gesagt, Verschnitt, passiert. Ich habe jetzt Dienstende. Machen wir hier die Bremse rein. Zack. Bus für den nächsten Fahrer fertig. Und ich bedanke mich bei dem Busfanat und dem Andi fürs Mitfahren. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich muss ja immer, ich hab ja keine Wahl. Du kannst auch sagen, du möchtest nicht mitfahren, dann nehme ich halt den Busfanat, Chakoten, Josh oder Carsten mit. Ich hab ja Alternativen. Ich gehe jetzt. Wenn er sich beschwert, ne, dann biete ich Alternativen an. Sowieso. So. Sabine, hast du das mitgekriegt? Der Jatakt, das ist ein richtiges Arschloch. Wir kommen mit denen was trinken. Okay. Ja, passt. Ich sag, Andi ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich erinnere noch, auch nochmal an den Stream, den ich jetzt am Donnerstag habe. Und wenn ihr wollt, guckt da vorbei. Ja, ne? Genau, also ich habe ein Event angelegt, also bekommst ja, Werbung. Ja, ich habe ja die nicht abonniert. Oder so. Ich schau die ja nur regelmäßig, aber dadurch, dass ich mein YouTube-Konto im Prinzip nicht verwende. Ja, gut. Ne? Zahlt sein Abo für mich jetzt nicht aus. Ich weiß, dass es für die schwierig war, aber für die zählt ja mal nicht der View mehr als für das Abo. Ja, Mist, ne? Schön, wenn sie gucken, schön, wenn sie abonnieren, aber ich bin nicht süchtig nach. So. Passt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Passt. Servus.